Moin moin und willkommen zurück zu Captain of Industry. Ich bin jetzt gerade tatsächlich auch mal ein bisschen rumgeguckt, noch mal, bevor ich jetzt die nächste Folge aufnehme. Eigentlich so ein bisschen im Upgrade-Wahn. Denn ich werde jetzt schleunigst versuchen, so viele Laster wie möglich upgraden zu lassen. Die Ressourcen sind voll. Man unschwer erkennen kann, da geht ganz schön was. Und ja, die Werkstatt möchte arbeiten. Und ich bin natürlich der Letzte, der sagt, nee, kannst sie knicken. Deswegen fangen wir an, hier schon mal ein bisschen was auszubauen, umzubauen und so weiter, beziehungsweise wenigstens die Aufträge rauszugeben. Wie schnell das geht, das entscheidet natürlich nur die Werkstatt. Niemand anderes. Und solange müssen und können wir dann natürlich warten. Das funktioniert ja alles selbstständig. Da brauchen wir uns ja gar keine Sorgen machen. So, wie sieht das hier aus? Sieht auch soweit gut aus. Müsste hier unbedingt umgebaut werden, ne, damit wir vernünftig ausgleichen können. Vielleicht sollten wir noch einen zweiten Strang reinbauen, also noch einen Strang reinbauen. Oh, hier wird Säure ausgestoßen. Warum? Nee, halt aus. Warum? Wir haben doch hier unsere. Wir haben doch unsere Anlage dafür, also macht immer keinen Affen. Gerade nicht aufgepasst. Ja, wie ich gerade sagte, wir müssen hier mit der Produktion hinterherkommen und manchmal fällt auch der Diesel ziemlich in den Keller. Da sollten wir, also möchte ich, auch schon mal ein bisschen drauf achten. Hier noch eine Cracking-Anlage, wo wir O2 und Brenngas zusammenführen können, aber Brenngas müsste man auch erstmal nebenbei produzieren. Fällt auch erstmal aus. Fangen wir erstmal einfach an. Müssen wir gucken, wo die Rohrleitungen lang gehen. Ist nicht so unwichtig. Aber ich denke mal so, ja doch. Bringen wir so hin. Zack. Rum. Nur da holen wir den Druck im Kessel so lang. Ja, das passt. Machen wir so. Ganz einfach. So. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Easy. Dann brauchen wir Dampfdruck. Dann haben wir hier unsere wilde Konstruktion. So. Nee, nee, das passt doch hier hin. So. So. Rum. Zack. Zack. Wer weiß, ob wir so viele überhaupt noch gebrauchen werden, ist die Frage. Brauchen wir jetzt schwarzes Gold? Das ziehen wir hier unten ab. Nur bestimmt hin, ne? Da. Passt alles. Alles so gebaut, ne? Dass das funktioniert. Von hier zapfen wir Druck ab. Hier ebenfalls. Geht doch. Naja, ist ja kein Problem hier, oder was? So. Und dann der Shit hier lang. Na, siehst du. Und schon ist die ganze Sache fertig. Jetzt müssen wir ja noch die Säure abführen. Oder saure Wasser. Da haben wir eine Leitung. Einfach mal anklicken und gucken. Ich glaube, das war gar nicht so viel, ne? 6. Ist schon was, aber nicht die Welt. Aber wir nehmen doch mal die größere Rohrleitung und hier werden wir auch dafür sorgen, dass diese ein Stück ausgebaut wird.
Und ganz wichtig, hierher. Nirgendwo anders. Gut. Dann Arbeitsgeräusche. Haben wir das nächste Upgrade geplant. So ist schön. Fahrzeuge werden getauscht, nach und nach. Ist er schon angeordnet? Bist du schon? Du hast schon den Auftrag. Du schon, du noch, du noch. Hier noch mehr? Jawohl. Jawohl. Immer alle nach und nach. Immer einer nach dem anderen. Wir haben Zeit. Man könnte natürlich noch eine nächste Werkstatt bauen. Können ja mal schauen, was die kosten würde. Aber eigentlich will ich die Ressourcen dafür nicht ausgeben. Das sind 120 gar nicht. Also ist nicht mal so, dass wir jetzt von nichts reden. Gönn dir dein Upgrade. Nice. Hübsch. Sehr gut. Dann haben wir jetzt auch schon mal die ersten vernünftigen Laster hier. Was hast du schon wieder gemacht? Wo warst du gerade? Auffüllen oder auftanken? Ehrlich sein. Na, fehlt's uns an Bäumen? Wenn ich das hier so richtig sehe, würde ich behaupten, ja. Gar kein Problem. Bauen wir um. Dann wird hier zur Hälfte auch noch ja, Bäume produziert halt. Reicht jetzt schon? Ah. Easy. Bau wieder zurückgeführt und lang. So, abwarten und beobachten. Als allererstes wird hier nochmal Weizen ausgeworfen, bis der Arzt kommt. Oder eigentlich beides, weil wir haben ja noch was hier auf Lager. Zack, 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 ganz schnell. Eigentlich sollte immer leer sein. Was tust du hier? Ja, da steht's doch. Nur zugewiesene. Gilt auch für dich. Meine Güte, hier macht jeder, kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Jeder macht hier, was er will. Nicht hier noch Wartung. Nicht alle Kartoffeln könnten, haben Platz zum Ernten und Ernteplatz. Dann müssen wir anbauen, was ist denn los? Dann brauchen wir halt einfach mal mehr Lebensmittelmärkte. 2. Brot. Nochmal ein Tüftenlager, los geht's. War das eure Ausrede? Ah. War das eure Ausrede? War das eure Ausrede? Flacke. Jeder hat hier eine Ausrede, das ist unglaublich. So. Jetzt kann es weitergehen. Keine Ausreden mehr. Keine Ausreden mehr. Da muss man kurz bei WhatsApp schreiben, ja, ist so. Und diese handysüchtigen Menschen, ne? So, wie sieht denn das hier aus? Das stockt hier. Verbessern. Verbessern. Auf geht's. Da zimpern wir ja nicht lange. Zack, 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 zack. Easy going. Dass wir alles zusammengesteckt kriegen. So, läuft wieder. Ja, dieses Zeug macht aber auch manchmal Ärger, ne? Ist einfach so. Kannst du nicht ausmalen.
Wäre ich damit. Ist heute auch schon wieder ein Krach in der Bude, ne? Ey, kann sich auch keiner ausmalen. Was denn hier los? Warum? Beton voll oder was? Wie sieht's hier aus? Wird hier geschweißt. Wunderbar. Hier sind wir auch schon fertig. Wird produziert, bis der Arzt kommt. Warum produziert ihr nicht? Und leichtes Stilat macht Probleme. Oh, wir haben zu viel Dampf jeden sowas. Aber auch mit zu wenig Strom oder was? Stelle ich euch auf 3. Und die Generatoren auf 4. Auf 10. Wollen keinen Diesel verbrennen. Ich meine, mal ist ja schön. Ne, auf eine Art und Weise ist sehr schön. Aber dann müssen wir wieder den hier machen und das. Kann ich nicht, ne? Das ist krasse, diese. Da krieg ich sofort einen Verschwendungswahn, ne? Geht gar nicht. Man möchte es vermeiden, aber es geht nicht. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, jetzt mal fette Kritik an mich, warum ich von Mitte der Insel nach Ende der Insel ausbaue. Früher oder später habe ich in diese Richtung keinen Platz mehr. Das ist eigentlich total dumm. Sind wir mal ehrlich. Richtig bescheuert. So, sag mir, dass ich aus dem Leichtdestillat irgendwas machen kann. Wir müssen noch irgendwas damit machen können. Außer durch die Fackel hauen. Hierdurch kriegen wir Brenngase. Okay. Wollen wir aber nicht. Mal Schrott pressen. Wir können es echt nur durch die Fackel hauen. Nee, geht gar nicht. Ja, dann ist es so. Hauptsache Diesel läuft. Und das ist leider die Priorität, ja. Leider ist das die Priorität. Aber auch nur wenn das hier läuft, kann Dampf produziert werden. Könnt ihr auch mal einfach mal pausieren? Haben wir jetzt schon wieder Reserve? Nee. Und einfach nur die Jungs hier abdampfen lassen. Ich freue mich ja, dass das funktioniert. Innerlich freue ich mich. Guck mal, da kommt der Riesenbomber, ne? Nimmt erstmal eine ordentliche Ladung mit. Abgeworfen. Das wäre schön, wenn ihr euch auch mal vollladen würdet, ne? Wenn ihr jetzt bloß auf Halbgas fahrt. Dann weiß ich nicht, ob es sich so krass hier lohnt dann. Hier wird übrigens nicht exportiert, es wird, wenn, dann da exportiert. Genau, sehr gut. Hm, auch nur 20. Vielleicht weil die, ah okay, sind schon mal, es ist schon wer gefahren, okay. Müssen wir mal beobachten, nicht, dass das hier ja nicht so nützlich ist. Ich meine mal, die werden sicherlich auch ein bisschen mehr Sprit verbrauchen, oder? Wären die effizienter? Ich meine, ich würde es ja schön finden, wenn sie effizienter wären. Keine Frage. Dürft ihr schon? Nee. Du auch noch nicht. Du bist auch noch nicht. So. Lasst euch alle umbauen. Solange die Ressourcen da sind. Haben wir noch Glas? Wo wird knapp? Müssen wir mal wieder traden, aber wir haben ja. Wir haben ja. So.
keinen Platz mehr, beziehungsweise ich könnte nicht mehr. Ah, okay. Der Arbeitsbereich ist aufgebrochen, da ist ja gar kein Problem. Macht er erstmal hier weiter. So. Die Bergbaufläche hier ist erledigt. Das muss alles begradigt werden. Hier gehen wir noch ran an den Berg, aber nicht zu krass. Können wir auch schon mal ausmalen. So, hier auch ausbauen. Rübergebrummt hier. Wieder nur 20. Leute, was soll das? Mach doch mal richtig voll den Kahn hier. Ah ja, das ist immer die Lagerkapazität, ja, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal einen Wasseranschluss brauche, aber ich denke mal, für das Gebrösel hier nicht. Kalk kann hergebracht werden. Ach, Kalk sagt schon. Schwefel, wenn vorhanden, dient ja auch nur zum Binden. Es fehlt ein Schwerdestillat, aber es wird nichts. Mein Fehler. Ich war blöd. Dann kann ich gar nicht einfach zumachen. Habe ich mich verklickt? So, zwei Brenner für leicht, zwei Brenner für schwer. Wird nicht reichen. Der hier macht auch noch Vollgas. Der nächste Leichte steigt ein. Interessant. Jetzt mir sagen, die Schornsteine kommen nicht hinterher. Also ich möchte meinen, das sah jetzt gerade stark danach aus. Müssen wir hier einen großen bauen und die zusammenführen? Gucke gerade, ob das machbar ist. Ja, 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 ja. Hier unter durch Abgasleitung gezogen. Ich glaube, das müssen wir in Erwägung ziehen. Ja, einfach hier so am Rand ran, da stört es niemanden. Ich nicht besser bist, würde ich sagen, hey, ein Leuchtturm, aber sorry. Müllverschmutzung. Wir lassen das erstmal für die Gasdinger. Bei denen reicht. Bei denen ist es ja kritisch. Obwohl, den können wir noch mit reinnehmen. Den nehmen wir noch mit rein. Weil wir bis hierher wunderbar gezogen kriegen. Haben wir hier noch gelb? Ja, haben wir. Weg damit. Mach doch gleich mehrere Aufträge. Na, das ist auch so eine Sache von der KI. Warum könnt ihr nicht zwei Aufträge übernehmen? Man macht doch den Laden voll, richtig. Ist auch so eine kleine Sache, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für.
Einmal in die Richtung. Und mal vorbereiten, ne? So, das hätten wir hier auch. Und komm, dann nehmen wir den hier gleich noch mit. Haben wir ja gerade so konstruiert. Passt das? Weg. Dann haben wir effektiv gleich mehrere angeschlossen. Hier fehlt noch einer. Na ganz klar, da hat er, da war ja eben noch der letzte einzelne Schornstein. So. So, zu viel Druck, jetzt können wir nicht testen. Und schalten wir hier nochmal einen ab. Können wir eventuell auch Holz sparen. Wohlbemerkt. Kein Import, kein Export, kein Import, kein Export. Genau. Wir erstmal alles raus recycelt haben quasi. Ich denke mal, ihn müssen wir anlassen, ne, dass der mitgeht. Prioritäten hier für die Dampfproduktion kann man leider nicht stellen, das wäre cool. Kann ich sagen. Pause, ja. Nice. Dann pumpen wir mal erstmal hier alles durch, so wie das geht. Und dann bauen wir hier mal einen Ausgleich hin. Die Pumpen drehen sich nicht, weil schon alle, oder was? Ja. Dass sie den Stöpsel nicht einmal drinnen lassen. Nee, die immer wieder ab, wenn... ja. Bullshit. Vielleicht auch eine kleine Fehlanimation. Kann alles passieren. Alles nicht wild. Aber es ist mir halt gerade aufgefallen. So, hier wird pausiert, aber das Rezept bleibt drin. Oh, hier gibt es ordentlich saures Wasser, wie ich das so sehe. Hier wird geackert, so mag ich das. Wunderbar. Wie viel. Ja, komm. Ja, komm. Was soll ich sagen? Wir brauchen hier ein Update. Ich liebe dieses Wort. So, duplizier mal den Kumpel hier. Wir den Schlotz ja sofort verarbeiten können. Nein, mal Säure. Ne, das Dampf jetzt. Warte mal, warte mal. Hier fließt saures Wasser. Warum sage ich immer Säure? Ich verstehe es nicht. Dann brauchen wir eine Fackel. Ammoniak wird verpörsert. Da machen wir. Gar kein Problem. Jutjula, sag ran hier. Hoch ganz einfach. Vielleicht doch lieber hier einen kleinen Knick machen. Für den Fall, dass wir noch weiter erweitern müssen. Das wird höchstwahrscheinlich passieren. Das ist hier Kotze, ey. Das sieht immer so beschissen aus. Wirklich. So. Unsere tolle Rückgewinnung. Jetzt hat er Blödsinn gemacht. Jetzt hat er Blödsinn gemacht. Verdammt. Verdammt. Das regt mich ein wenig auf. Ich würde zeigen, den Knick vergessen. Was ist hier? Warum so eine sporadische Dampfleitung? Eine vernünftige muss hierher. Fällt mir ohne, wir können es nicht weiter erweitern, weil es hier so knickelig aussieht. Das muss alles weg. Alles muss raus hier. Das ist den kompletten Distrikt, ne, den kannst du abreißen. Du kannst jetzt nur noch so viel Sprit produzieren, dass du jetzt hier ein Jahr hinkommst. Brauchst eine Jahresration, dann kannst du anfangen umzubauen. Ist so.
Abgesehen von den Bauteilen, die wir einlagern müssten. Gerade davon reden. Ausbauen. So, das habt ihr hier auch schon fast abgegrast. Trifft es Louis am besten. Ausbauen. Ausbauen. Du hast schon Ausbaubefehl, das heißt, es fehlt an Materialien. Ja, muss so ein Bagger, ne? 80 Teile. Nochmal schnell so ein Update durchfeuern, ne? War aber auch gut gemeint. So, das kommt hoch. Hoch. Rote Stelle. Warte mal, das kommt raus. So. So wird hier jetzt gearbeitet. Umgelagert. Genau, wo sind denn hier die Transporter? Sag mal, wenn die schon gelb wären. Was macht der da unten? Wie geht eine Tankstelle oder was? Da ist er. Klick. Umbauen. Für den Export an. Nein. Geht nur in die Tanke rein. Wie alles voll. Ein gültiges Ziel. Ja. Dick. Verstehe. So verstanden. Stückgütler, groß. So, ich muss die Folge schon wieder beenden. Wir haben schon wieder überzogen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier mit dem Problem langsam klar. Was haben wir hier schon wieder? Ihr seid Holzernter. Ihr steht da irgendwie so ein bisschen rum. Ist interessant. Die Glasherstellung kommen auch langsam so ein bisschen aus dem Tee. Danach wird sofort folgen. Glasherstellung da. Danach wird sofort folgen die Fahrzeugerweiterung. Nein. Fahrzeugverwaltung. Und dann hier Verordnung für überladete Lastwagen. Das ist krass. Interessant auf jeden Fall. Dann haben wir hier Düngemittel. Da können wir Ammoniak bearbeiten für Dünger 1. Und Dünger 1, das ist natürlich ziemlich krasses Zeug. Das können wir gebunden. Sind ja keine Abfallstoffe, warum sollte man diese binden? Egal. Kriegen wir schon hin. Können wir nachher später philosophieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Reingehauen.